عليه السلام. زون زيد هات كان إمامي جهاد. دمام. زيد زاد بس زيد ونفرد كيف كان مطلب إمامي. أبا أبو حنيفة ذاك تو زيد يسحب يا كان رش شيعة همري. فشتيتو؟ أبا تروح تجيبن بيا يس. نش شيعة أو نش حنفي رش بيجيبن فرانك محمد صلى الله عليه وسلم رش. ذاك إن دي ريفرنس من السنيتين كفلن من السنيتين بارا حديث من السنيت صحيح حديث من السنيتين ذاك محمد صلى الله عليه وسلم سو زين فرانك جابر بن عبد الله الأنصاري ذاك أدو جابر wenn du mein Sohn Mohammed siehst, er wird mit Nachname Bakr heißen. Wenn du ihn triffst, dann schick ihm von mir Grüße und wenn du ihn triffst, dann ist dein letzter Tag. Da wirst du sterben. Freund von Mohammed. Guck mal, wie lange hat er gelebt? Imam Ali tot, Hassan tot, Hussein tot, Ali Sajjad tot. Nee. Nee, ich meine, Ali Sajjad kommt, Imam. Und dann der Sohn von Ali Sajjad a.s. ist Muhammad al-Baqir. Und nicht Zayd. Wie die Shia Zaydi sagen, nicht Zayd. So. Jetzt die Zeit gelaufen, dieser Jaber, Abdullah bin Jaber, Jaber bin Abdullah Ansari, war blind. Sitzt auf einer Straßenseite, und kommt Ali Sajjad a.s. bei ihm mit seinem Sohn Muhammad al-Baqir. Und dann Jaber macht Hand auf das Kind und sagt, wer ist das? Er sagt, das ist mein Sohn Mohammed. Er sagt, wird er mit Bakr betitelt oder bezeichnet? Er sagt, ja. Er sagt, Alhamdulillah, jetzt habe ich das geschafft. Mohammed hat mir eine Amana gegeben und jetzt gebe ich dir, Mohammed schickt dir Grüße. Er sagt, Salamun ala Muhammad al-Baqir. Und dann sagt, Alhamdulillah, habe ich meine Amanat gegeben, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an Muhammad Rasulullah und Jaber stirbt. Er sagt, Jaber hat uns hier Muhammad al-Baqir und Ali Sajjad a.s. gegeben gleich auf einmal. Zwei. Haben wir wie viele Imame jetzt? Sieben Imame. Wo sind die Zaydi schon weg? Oh, macht er so. Ich kann nicht mehr. Er war fertig. Er sagt, machen wir inshallah Pause. Er geht irgendwas trinken oder so. Und dieser Sheikh sitzt davor und sagt, bitte, bitte, weiter. Da fehlen noch, ich will sehen. Ali Rida, Muhammad Jawad, das will ich alles sehen. Wir sitzen ein bisschen so und dann haben wir unterhalten ein bisschen über was anderes. Und dann dieser Junge kommt wieder. Bart und Brille und intellektuell so, erscheint auch so, ne? Sag klar, Bruder. Wie sieht das aus mit dem Imamen? Wie sieht das aus mit dem Koran? Bist du zufrieden? Wenn du irgendwo Fehler gefunden hast, bitte erzähl mir. Nein, nein. Keine Fehler? Sag nein. Alles okay, alles korrekt? Habe ich irgendwas gelogen? Wenn du brauchst, ich bring dir die Beweise. Nein, nein. Das ist alles logisch. Jetzt gehen wir weiter. Wie viel fehlen uns noch? Fünf Imamen. Damit die Ismaili wegnehmen. Und Shia Ismaili, damit sie auch weggehen vom Weg. Weil die stehen im Weg, was? Shia Ismaili und Zainab. Klappt nicht. Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat in Sahih Bukhari und Sahih Muslim gesagt, nach mir kommen 12 Khalifa. Und alle sind von, steht, ich habe vergessen, wovon. Nachher steht irgendwo von Quraysh. Aber bei uns, wenn wir gerecht sind, normalerweise musst du auch von uns nehmen. Nicht nur von Sunni. Bei uns steht von Ahle Beyti, von meiner Familie. Ne? Aber mach nicht. Lassen wir von Quraysh, Ahle Beyti sind auch von Quraysh. Jetzt, er hat gesagt 12. Mohammed. Wir haben 7 gefunden. Wie viel gibt es bei euch, bei Sunni? Er sagt, ja, manchmal Abu Bakr, der hier, Osman, der letzte, manchmal sagen die Leute Muawiyah, aber 4. Egal, 4. Er sagt, fehlen bei euch wie viel? 8. Ne? Jetzt fehlt uns hier noch 5. Finden wir, inshallah, besser als 8 zu suchen, weil 8 finden wir. Ne? Wenn wir anfangen mit Abu Bakr und zurück, und dann geht nicht. Es gibt viele Umwege. Und schaffen wir. Aber jetzt haben wir 7 erreicht, brauchen wir die anderen 5. Kein Problem. Fangen wir von der 12. an, von unten. In Sahih Bukhari und Sahih Muslim steht, und in diese Bücher von den sunnitischen Quellen sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wie sieht ihr aus,
wenn Jesus a.s. wieder runterkommt und eure Imam ist von euch. Wie sieht ihr aus, wenn Jesus wieder runterkommt und euren Imam ist von einer von euch? Wie von euch? Koran sagt in Surat al-Jum'ah, هو الذي بعث رسولا منهم. Allah hat geschickt einen Prophet von ihnen. Erzählt ihnen ihre, zitiert er seine Verse und bringt ihnen die Weisheit bei und so. Das heißt, Muhammad ist von diesen Menschen, von Quraysh, von Araber. Und Mahdi a.s. auch von Araber, von euch, von den Arabern. Jetzt, der 12. hat Muhammad ungefähr gesagt, wer das ist. Aber er hat das nochmal gesagt, wer ist der genau? Er sagt, er trägt meinen Namen, Muhammad. Und sein Sohn ist wie mein Vaters Name. Er sieht wie ich aus. Er wird dies und jenes machen, aber der ist der Nachkomme von Fatima. Der ist der von Fatima. Und der Neunte von Hussein. Der Neunte von Hussein. Hat Rasulullah genau gesagt. Jetzt weißt du, wer ist Imam Mahdi a.s. Sag ja, ich habe gewusst. Aber weißt du jetzt, wem ich meine? Sag ja, da hast du schon Nummer der 12. gefunden. Sag ja, sag wie viel haben wir jetzt? 4, 9. Ja. Wie viel? 8. Nur 4. Wir haben 8. Bleiben 4. Ja. Das ist ganz einfach. Ich kann dir jetzt erklären, wie die 4 holen wir, aber ich zu viel für dich. Weil da brauchen wir jetzt Beweise, damit du guckst, weil du bist fast Schia geworden. Ne? Wenn wir die 12. gefunden haben, Ismail ist schon weg. Dieses Ismail von Ismaili gibt es nicht mehr, weil Ismail ist der letzte Imam. Oh. Aber hier sagt Muhammad, ist der letzte Imam, der Imam Mahdi, also nicht Ismail. Das heißt, Ismail ist schon weg, Zayd ist schon weg, Hanafi ist schon weg, Schia sind schon da, befestigt. Hat er gelacht. Hat er, der andere Sheikh auch. Ich sage, jetzt gucken wir, die anderen 4 finden wir ganz leicht. Ich sage, ich war in Medina. In Moschee von Muhammad. Allah. Und diese Moschee von Muhammad haben nicht Schia gebaut. Das haben die Sunniten gebaut. Nicht wir haben keine Macht da, keine Kraft. Schaffen wir nicht da bauen. Grab von Muhammad ist in diesem Moschee. Wenn du reingehst bei der Eingang, der Grab ist auf deiner rechten Seite, gehst du gleich rechts um den Grab von Muhammad. Da kommt das Haus von Fatima a.s. hinten. Und dann gehst du geradeaus sitzt du aus der Wand, lässt du die Wand auf deine rechte Seite und gehst du geradeaus und stehst du genau in der Mitte, guckst du nach oben. Und dann guckst du den Ringbalken von dem Haus, von dem Raum. Da stehen die 12 Imame von Ali, Ali ibn Abi Talib, bis Imam Muhammad al-Mahdi, ajallahu anhu. Ich sage, weißt du, wer hat das geschrieben? Sag, war Khattani Hanafi, die Osmanen. Die Osmaniten. Die haben das geschrieben und richtig reingemacht. In Wand kannst du nicht wegmachen. Wie ein Bild, wie hier, aber drin im Wand. Ja. Mit Hand geschrieben. Und mit Vorname und Nachname. Muhammad al-Mahdi. Hassan al-Askari, jetzt hast du die 4 gefunden. Von Muhammad Mahdi hast du gewusst, von oben hast du bis Musa al-Kadim a.s. gefunden. So, die anderen 4, die da fehlen, kannst du von unten zählen oder von oben hast du die gleiche 12 Imame. Und Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Muhammad wa alihi al-Tayyibin al-Tayyibin.